Bete, mache Dhikr, fühle mich schwach und Ängste und Schlafstörung. Das kann mit anderen Gründen zusammenhängen. Das muss nicht mit dem Dhikr oder diese Sachen zu tun haben. Da solltest du gucken, wie deine allgemeine Verfassung ist, bi'idhnillah ta'ala. Mach mal etwas Ruqya über dich. Versuch dich mal ein bisschen, insha'Allah ta'ala, auch körperlich fit zu halten. Und versuch mal auch, insha'Allah, dich mit Gutem zu beschäftigen, bi'idhnillah ta'ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.